Was ist denn da? Geht sie da im Film, oder was? Ich meine, kann ich nicht machen. Kaisermühlen, ganz verschandelt, Filmleid. Wer ein Kaisermühlen wohnt, braucht keinen Fernseher. Bim, bim! Der Kaisermühlenblues. Eine österreichische Erfolgsgeschichte in 64 Folgen. Leben, Liebe, Trauer, Freundschaften und Bösartigkeiten. Im Gemeindebau prallen menschliche Schicksale aufeinander. Warum kann denn nicht einmal was glatt gehen? Und alle wie ich! So eine richtige österreichische Sendung, die Dialekt, alles, gell? Schöne Männer sind dabei da und fesch, gell? Die Geschichten aus Kaisermühlen wurden anfangs vom Publikum sehr unterschiedlich aufgenommen. Frau Pelzel aus Wien schreibt, unverständlich ist mir, warum sich gute Schauspieler für so einen vulgären Blödsinn hergeben. Aber schwarzen ihr so deppert, habt ihr nichts anderes tun? Muss ich dazu sehr diese Nestbeschmutzung bieten lassen? Niemand darf sich herausnehmen, uns Kaisermühlner in dieser Weise in den Dreck zu zerren. Wo sind wir denn? Ich lasse so eine Verunglimpfung nicht zu. Ring's ihn noch nicht auf, sonst kriegen sie am Ende noch voll. Pflichtprogramm, hat mir eine Dame gesagt. Das ist mein Pflichtprogramm. Großartig. Da kommt Freude an. Es ist zum Teil ein bisschen überzeichnet, aber im Grunde genommen ist es ein Griff in die Realität. Ich bin halt nicht zum Glück geboren, Maus. Ja, ich auch nicht. Aber du bist zusätzlich auch noch ein Trottel. Und es war eine Wirklichkeit, mit der man Spaß hatte. Und darum willkommen im Kaisermühlenblues. Sie wollen doch mit Ihrem Film nur uns Kaisermühlner aufmachen, aber mich nicht. Warum geht's im Kaisermühlenblues? Das Leben der kleinen Leute, würde ich sagen. Und wenn ein Fremder das erklärt haben will, ich borge ihm die Edition, dann kann er sich das anschauen. Oh. Angefangen hat alles mit einer Liebeserklärung an Kaisermühlen. Kaisermühlen ist anders. Hier lebt der Mensch noch als Mensch. Hab ja immer gewusst, er hätte in Hitzig bleiben sollen. Arschgegend. Bis zur Ausstrahlung der Fernsehserie war diese Insel am nördlichen Donauufer vor allem durch den Zugang zum Strandbad Gänsehäufel bekannt. Jetzt schläft er sie wieder da durch. Ja, da schläft sie. Gänsehäufel ist auch nichts los. Schon wochenlang kann er das suchen. Beobachtet und niedergeschrieben wurden die Geschichten rund um die Bewohner Kaisermühlens von Ernst Hinterberger. Ich möchte halt, wenn es mir gelingt, Zeugnis ablegen vom Leben der kleinen Leute. Weil ich glaube, das sind die Wichtigen. Regierungen und Stadträte kommen und gehen. Aber die Bloßfüßigen bleiben und machen eigentlich alles. Ich weiß schon, dass ich keine Schönheit bin. Meine Schönheit kommt eben von innen. Wann? Es geht um eine Gegend, die ein bisschen abseits von Wien liegt, aber doch zu Wien gehört, also Kaisermühlen, wo genauso merkwürdige Menschen leben wie wahrscheinlich in jedem anderen Bezirk auch. Und hier kreuzen sich ununterbrochen die Schicksale von ein paar, ja, wirklich interessanten Menschen. Kleine Schicksale, große Schicksale und ein Mensch steht ganz große Unterhaltung. Zwischen den Jahren 1992 und 2000 haben in insgesamt 6 Staffeln 3 Regisseure den Kaisermühlenblues inszeniert. Reinhard Schwabenitzky, Harald Sicheritz und Erhard Riedelsberger. Toll ab! Also schlecht sich da ist gefrasst, mein Hof ist ja kein Rennbahn. Aber heute Backmeure. Jetzt ins Altersheim ist gut, die. Da stessen soll sich das gefrasst und das Hundsviech auch, das man da hergemacht hat. Gespielt wurde die Serie von einem großartigen Ensemble österreichischer Bühnen- und TV-Stars. Der Kaisermühlenblues ist zunächst wirklich eine Milieustudie. Und im Laufe der Serie kommt dann das Kabarettistische und Komödiantische immer mehr in den Vordergrund. Das ist natürlich auch möglich mit diesem Figurenensemble. Aber die Milieustudie geht ein bisschen im Laufe der Zeit verloren zugunsten des Klamauks oder des Kabarets. Wir drei machen jetzt einmal eine Probefahrt. Sag mal, was mit dem Hund beißt, ja? Aber nein! Ach so, und wie frisst er dann? Kaisermühlenblues ist eine karierte Geschichte, die verharmlost wurde, um es im Fernsehen senden zu können. Das wirkliche Leben ist viel Ärger. Ich glaube, ich werde ausziehen, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, weil es ist ein Wahnsinn da. Der Film ist ja wirklich noch harmlos gegen den, was sie wirklich abspielt.
Die Serie wurde bei echten Bewohnern Kaisermühlens anfangs noch sehr gemischt aufgenommen. Später wurde sie zum Kult. In der Ausdrucksweise ein bisschen rasch, so sind die Kaisermühlen nicht, gell? Ich habe eigentlich geglaubt, dass wir eher verarscht werden, nicht? Da dann. Aber es ist ziemlich real. Mir hat es gefallen, ich habe mich amüsiert, köstlich. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Kaisermühlen, am Polizeisteg, im Gänsehäufel, am Hubertusdamm und natürlich im Gemeindebau. Es gibt Leute, die uns freundlichst begrüßen und sagen, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, wieso seid ihr wieder da, also die uns boykottieren. Das ist ja goldig, die Frau Mensch, gell? Bitte. Aber ja? Sie ja, bitte, ja. Sie schreiben. Putzschreib, ich putze gern, ja? Putz? Ja, putze, meiner sagt schon 30 Jahre, putze gern. Die Geschichten aus Kaisermühlen drehen sich um eine Handvoll Bewohner des Gemeindebaus. Im Lauf der Serie kommen neue Gesichter dazu. Im Zentrum aber steht immer Gitti Schimek. Fröhlich hat es einen Sinn. Die alleinerziehende Mutter zweier erwachsener Kinder ist das ausgleichende Element und findet im Verlauf der Serie ihre große Liebe. Dem Polizisten traut man. Und kennt natürlich genug Leute. Und das sind alle so ähnlich wie die Leute aus Kaisermühlen. Es ist wenig Unterschied zwischen Favoriten, Singerin, Kaisermühlen oder Meidling. Ich glaube, dass der Ernst Hinterberger aufgrund auch seiner Lebenserfahrungen diese Typen relativ genau studiert hat. Er war ja doch engagiert, arbeitstechnisch, in einer größeren Firma, wo die Leute, wenn sie halt gekommen sind, die sogenannten kleinen Leute, und für einen Behördenbrief oder nicht so gewusst haben, wie sie sich da auskennen, sind sie zum Ernstl gegangen und der hat ihnen das dann formuliert und geschrieben. Gefallen Ihnen? Sonst würde ich ja sowas nicht sagen. Bin aber leider schon vergeben. Damit werden Sie jetzt fertig werden müssen, Frau Duracek. Bevor ich mit einem Kieferer in die Hapfen gehe, kaufe ich mir lieber einen Vibrator. Das Interessante war, beim Lesen von einem Drehbuch vom Hinterberger habe ich beim Lesen schon lachen müssen. Das ist wahrscheinlich das Zeichen von einem guten Drehbuch. Und er hat die eben so beschrieben, dass diese Bilder entstanden sind. Und das musste man eigentlich nur eins zu eins umsetzen. Bei mir ist eine Sohle im Urstamm, im Urstuhl die Sächerdress. Bekannt geworden ist der 2012 verstorbene Ernst Hinterberger als Autor der Serie Ein echter Wiener geht nicht unter, der Mundl. Er war Elektriker, Polizeischüler und Büchereileiter und arbeitete jahrelang in einer Fabrik. Seine Erfahrungen beschrieb er in Romanen, Theaterstücken und Drehbüchern. Ja, was soll ich ein Buch schreiben? Jetzt Arschloch schreibt heute schon eins. Außerdem kommt der bald der Asteroid und haut alles zusammen. Also der Ernst Hinterberger war ein Mensch, ein Autor, ein Volksdichter. Also der Mann hat aus der Mittendrin-Perspektive, aus dem eigenen Erleben geschrieben. Er war ein extrem grantiger Mensch. Also es war nicht leicht, mit ihm auszukommen, also wenn man ihn getroffen hat. Mit dem musste man eher vorsichtig umgehen, weil der war halt so ein misstrauisches, gnadiges Vorstadtkind. Und was der geschrieben hat, war einfach, wenn ich eine Definition für authentisch brauche, das war's. Verliebt sind sie, der Gussel wie die Nancy Herren, der René, die Schwester von dem depperten Fünfer und der Bursche, die haut sich jetzt auf die neue Hausmeisterin drauf mit den komischen Namen. Alle sind verrückt. Das ist eben der Frühling. Aber wir haben jetzt Herbst, draß durch. Und dieser Realitätsbezug hat es ja vielleicht auch ausgemacht in beiden Serien. Also nicht nur beim Kaisermühlen Plus, sondern auch beim echten Wiener geht nicht unter. Damals haben halt alle aufgeschrien, wie der Merkatz-Kalli das gespielt hat. Und ja, so sind wir nicht, das hören wir da ja auch immer wieder. Beim Kaisermühlen Plus hatten wir das auch gehört am Anfang. Na, natürlich sind wir so. Alles gibt's. Sie haben in der Trafik aufgenäßt, oder? Was? Was haben Sie denn dafür tun müssen? Ein bisschen die Füße aufstellen. Jetzt
Wenn Sie Ihnen gehört, sofort der Watschen runtergehen, aber ich will mich an Ihnen nicht dreckig machen. Das haben alle zu tun, mit meiner Welt zu tun. Das ist mein Milieu und da bin ich aufgewachsen und da bin ich geblieben. Und da gibt es eigentlich keine, und der Naderer, den ich da spiele, ne? Das ist eigentlich mehr ein Insiderwitz, weil die Figur war ja erfunden. Ich hab eigentlich an keinen Schauspieler denkt. Ne? Aber Ihnen passt ja gar nichts. Sie machen ja immer alles nieder. Ich? Hat's Ihnen? Ich bin für alles, wenn's kein Blödsinn ist. Da haben die dann gesagt, das war aber jetzt, wenn du den spürst. Weil ich bin ein privates Gegenteil. Ne? Der Naderer ist ja wirklich ein Brechmittel. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau. Zentraler Handlungsort der meisten Folgen ist ein Gemeindebau in Kaisermühlen, der Schütterhof, der allerdings in Kaisermühlen einen ganz anderen Namen hat. Der alte Neubau, das war der erste Gemeindebau in Kaisermühlen, 1925-26 gebaut. Danach, kurz darauf, 1921, kam der Goethehof. Und dann war ein neuer Neubau und damit war das der alte Neubau. Und jeder Kaisermühlner sagt, alter Neubau, Schütterhof, nicht in Kaisermühlen. Findet niemand. Also, das gibt jetzt eine Anzeige. Sie werden sich wundern. Das lasse ich mir nicht gefallen, was? Mein Gott, Kinder, in ganz Kaisermühlen vertragen sich die Leute. Und die Leute vertragen sich mit den Ausländern. Da wird man sich doch um Gottes Willen noch mit einem Tiroler vertragen können. Kärntner, ja. Kärntner, das ist ein haushoher Unterschied. Der Mikrokosmos zeigt sich im Gemeindebau. Man gehört zusammen, man bekämpft sich auch, man beschimpft sich auch. Aber letztlich ist es ein großer, wie so ein Dorfcharakter eigentlich. Und deswegen ist vielleicht auch der Kaisermühlen Blues allgemein verständlich. Er passt zu Wien, aber die Menschen erkennt man natürlich überall. Erkennt man auch in Tirol oder in Vorarlberg. Was aus der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg mit bescheidensten Mitteln geschaffen wurde, ist heute neben den Bauten der Ringstraßenzeit die vielleicht bedeutendste architektonische Leistung dieser Stadt. Ja, Gemeindebau, also man ist nicht alleinig. Also zum Beispiel in einem Familienhaus ist man alleinig. Also da hat man nur seine Familie und sonst keine Freunde. Man hat oft keine andere Möglichkeit, das ist eine finanzielle Frage vor allem. Eigentlich ist es ganz schön da. Was? Groß ist. Die Kinder haben einen schönen Spielplatz, man kann schöner sein, aber ja, es geht. Der Gemeindebau war das Rote Wien, kann man schlicht und einfach sagen. Das war der große Vorstoß, Wohnen leistbar zu machen, weg aus den Zinskasernen, die teilweise sehr, sehr schlechte Qualität und Zustände hatten, so auch in Kaisermühlen. Da sind ein paar Siedlungen deswegen entstanden, weil die Leute raus wollten. Feucht war es, kalt war es, teuer war es. Und der soziale Wohnbau hat da ganz, ganz sicher im Roten Wien sehr viel ermöglicht. Das Wasser ist in die Wohnungen gekommen, die Duschen sind in die Wohnungen gekommen. Der Gemeindebau war aber noch viel mehr. In den Februarkämpfen des Jahres 1934 wurden viele als Festungen des Roten Schutzbundes gegen die Heimwehr und das Bundesheer des diktatorischen Dollfuss-Regimes verteidigt. Also für Hinterberger war das ganz sicher so wie eine Hommage an den Gemeindebau, weil er hat ja selber auch im Gemeindebau gewohnt und wäre dort auch nie ausgezogen, ist bis zu seinem Tod nicht ausgezogen, obwohl ich war ein paar Mal bei ihm in der Wohnung, habe mir gedacht, na, also da könnte er sich schon ein bisschen was Kommoderes leisten, aber das war nicht seins. Das war nicht seins. Der Gemeindebau ist eigentlich das Zentrum meines Lebens. Nicht? Weil der Gemeindebau und sagen wir, kleine Wohnungen. Nicht? Weil ich bin so aufgewachsen in einer Hinterhofwohnung. Die ersten, was ich, 26 Jahre, und seither habe ich immer Gemeindewohnung ohne Swimmingpool. Mit 44 Quadratmeter, aber es reicht mir. Nicht? Und die Leute, die dort leben, das sind eigentlich meine Leute. Nicht? Du bist die Blume aus dem Gemeindebau, deine Augen so blau wie ein Stab. Also zunächst mal gibt es kaum eine Figur, die nicht gut geschrieben und gespielt wurde. Das ist wirklich auffallend, spricht für die Qualität der Serie. Und auffallend ist, dass eigentlich die Frauenrollen wesentlich stärker und dominanter sind als die Männerrollen. Es ist eigentlich eine von Frauen getragene Serie. Stark wie der Felsen. Von Anfang an haben die Frauen den Kaisermühlen Blues zusammengehalten. Egal ob es Gitti Schimek, die Frau Kaiser, die Hausmeisterin Turecek oder die einfühlsame Lena Meierhofer war, die Schwester von Franzi. Wenn man die Bücher, die ersten vom Hinterberger gelesen hat, war man wirklich überrascht, dass er die Frauen in den Vordergrund gestellt hat. Und wie gesagt, wirklich die Männer, nicht die Dummen, aber halt wirklich
meistens, also schiefgelegen sind. Wann ist denn bei dir so weit, Nancy? In 3 Monaten, wenn alles gut geht. Na, und bist sicher, dass der Gustl der Vater ist? Ein Witz, war nur ein Witz. Und ich glaube, dass was da wertvoll war, war die typgerechte Besetzung. Also angefangen von Marianne Ment bis zur Frau Kaiser, bis natürlich zur Brigitte Neumeister und so. Also das waren schon starke Typen. Bitte mäßigen Sie sich Ihnen. Herr Frau, da bin ich die Hausmeisterin. Der Herr im Haus bin ich und da rede ich, was ich will. Und jetzt, meine Ehre, meine Herren. Was schreibst du da? Habe die Ehre, meine Herren. Ich habe begonnen, mich zu identifizieren mit dieser Rolle. Was ein Fatal ist, weil das ist ja eine grauenvolle Person im Grunde genommen. Und trotzdem in gewisser Hinsicht brauche ich sie nicht mehr spielen, sondern bin in die Duricek hineingeschlüpft. Manchmal kommt Duricek-Dialekt heraus und da haut mir der ganz schön ins Knack, der Dialekt. Dann sag's aber, das gibt's ja nicht. Geh halt immer die Häuser, du Impotenzler, und los eine moderne Frau in Ruhe. Sonst steig ich aus und richte die Wadeln für ihr. Lern es doch mal vor, du Wabler. Ich bin auch so aufgewachsen, dass man schon erkannt hat, was für strukturelle Wichtigkeit im Zusammenleben Frauen per se haben. Und die Gitte Schimek, dargestellt von der wunderbaren Marianne Ment, hat das natürlich in seinem selbstverständlichen Ausmaß erfüllt. Also das war ja nicht so, dass die sie in irgendwas hineinspielen musste, obwohl sie das gekonnt hätte. Nur die Marianne war so wie die Gitte Schimek. Also das war absolut deckungsgleich. Marianne Ment, die Mutter des Austropop. 1970 gelang der klassisch ausgebildeten Sängerin und Jazzinterpretin mit dem Lied »We are Glocken« der Durchbruch. Neben ihrer Karriere als Sängerin spielte sie aber auch in vielen Theater- und Fernsehproduktionen mit. Das war so sensationell damals, sowohl beim Publikum als auch bei der Presse, dieser Erfolg, ne, dass wir das dann weitergemacht haben. Wir waren die sogenannten Pioniere im deutschsprachigen Raum, dass wir uns einfach dort haben, Dialekt mit der damaligen Popmusik zu verbinden. Ne. Habe ich als Glocken gelebt und jetzt lebe ich halt als Gitte Schimek. Das ist ganz einfach durch die Breitenwirkung des Fernsehens. Bist halt mit einer Figur identifiziert. Ich bin eigentlich eine Dienstrampe, der Kind und Fuhren bedient, der kocht und wascht und aufräumt. Wenn ich in der Fabrik arbeiten kann, dann kannst du auch gefälligst waschen und bügeln. Das Herzstück war die Gitte Schimek, um die alles aufgebaut war. Und die hat das so fugenlos gut, nicht nur gespielt, die war das einfach, also großartig. Ich scheiß auf die Bude und ich scheiß auf den Betriebsrat und ich scheiß auf den Geschäftsführer. Nicht sag auf den Geschäftsführer, bitte, das wäre ein Grund für die Fristlose. Na und? Das ist eine Scheißbude und ein Scheißbetriebsrat und eine Scheißgeschäftsführung. Das kann ich dir schriftlich geben. Ich war rund 30 Jahre in einer Fabrik beschäftigt und da hat es eigentlich viele solche Frauen gegeben, die Kinder gehabt haben, Erwachsene schon, aber kein Mann dazu. Nicht? Und die waren immer irgendwie ein bisschen diskriminiert, nicht? Weil die anderen, die sogenannten Ehrbaren, verheiraten, die neigen dann immer dazu, dass die sagen, also das ist ein Schlampen und so weiter. Und ich habe das Leben von den Kolleginnen eben kennt und wollte das einmal dokumentieren, dass das eigentlich jeder Frau passieren kann. Nicht? Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Es ist schwer für einen Außenstehenden, da was zu raten. Wann schreibt er denn heute, René, dass er kommt? Demnächst. Demnächst, das kann heute sein oder in 3 Monaten. Marianne, du hast deine Lieblingspartnerin. Marianne, wunderbar. Ja, gern habe ich schon noch. Wir konnten halt so gut miteinander, weil wir uns so gut gekannt haben. Es ist besser, man denkt weniger nach und man hört mehr auf sein Herz. Also, wie ich zum ersten Mal die Bücher bekommen habe,
habe ich eigentlich gesehen, dass für mich gar keine Rolle drinnen ist. Ich habe mir gedacht, was soll ich da spielen? Und der Schwabenitzky hat sich aber da ganz festgelegt und hat gesagt, nein, du bist die Lena Meyerhofer. Und das war dann ein Glück, weil ich habe ja meinen Bruder gefunden, den Herrn Pichowetz, und wir sind ja bis heute ein brüderlich, geschwisterlich verbundenes Paar. Also, guten Tag. Und herzlich willkommen im Namen aller hier. Danke. Der Herr Rater ist nicht fad. Er ist nicht ganz gesund. Ja, sehr gut. Dann schicken Sie alles her, was wir anders nicht brauchen können. Dass die Frauen im Kaisermühlenblues so stark sind, war erst einmal, glaube ich, eine Innovation. Zweitens war es völlig mühelos und unangestrengt. Also es gibt keinen einzigen Moment, wo man sich denkt, das ist jetzt übertrieben, dass da irgendwer gesagt hat, da brauchen wir jetzt noch eine starke Frau. Sondern das ist völlig organisch von unten. Es ist so gesehen ein eigentlich relativ feministischer Ansatz in dieser Serie drin, dass die Frauen sind die Problemlöserinnen, die Männer sind meistens das Problem. Wenn du was erreichen willst im Leben, dann musst du ja performancen können, verstehst? Sagt da jeder Arme. Ich glaub, der Weib geht her und stellt sich jetzt vor die Kamera und sagt, ja, ich bin schier mit der Zinse, Faust, der Papa, gefärbte Haare, mir rennt da jeder davon. Und jetzt suche ich auf diesem Weg einen, der mich nimmt, nämlich einen Trottel. Go, Bursche, go! Was hast du gesagt, spritzt, ne? Ah, Vorsicht, kommt da! Stellvertretend für alle Männer, die Probleme machen, sind sicherlich die beiden Bezirksräte am bekanntesten. Gneißer und Scheutl. Gespielt von Götz Kaufmann und Peter Fröhlich. Aber Trinko. Bekannt aus Funk und Fernsehen, sind wir. Ja, ja. Mit einem Wort, wir haben ausgeschissen. Dass bei uns nichts glatt über die Bühne gehen kann. Nein, Gneißer. Nicht bei uns in Wien. Wir sind ja direkt eine Art Brennglas für Zores. Gneißer und Scheutl mit ihren wie von Nestor gegebenen sprechenden Namen waren zentrale Figuren. Da wurde natürlich die Politik auf das Kleinfunktionärstum heruntergebrochen, die eigentlich für sich selbst arbeiten oder eher für den eigenen Vorteil arbeiten als für die Partei. Wie die Realpolitik uns gezeigt hat, ist es nicht ganz von der Realität entfernt. Natürlich ist es komödiantisch überhöht und die beiden Herren haben in dieser Rolle auch Hervorragendes geleistet. Ich habe ja eigentlich, nicht so im Hinterkopf, ja, schon eine Idee. Ui, hui je. Quasi Scheutl und Gneißer sind Synonyme für Bezirksräte geworden, was, glaube ich, die lebenden Bezirksräte auf dieser Welt nicht rasend freut. Aber eben der Götz Kaufmann und der Peter Fröhlich, das war Fernsehgoldstandard, was die damals abgeliefert haben. Was haben Sie mit dem Brief gemacht? Noch nichts. Faktisch totgestellt haben wir uns. Das ist gut, wir auch. Ich meine, das kann doch nicht jeder x-beliebige unser Kaisermühlen ausspionieren. Wo kommen wir da hin? Genau. Da war der Ernst Hinterberger, obwohl komödiantisch überhöht und die beiden eigentlich keine wirklich ernstzunehmenden Politfiguren waren, weitaus näher als an der Wahrheit dran, dass eigentlich angenehm ist. Weil ganz ehrlich, wer mag den Gedanken, sein politisches Mandat an solche Figuren ausgelagert zu haben? Und man kommt drauf immer wieder, es ist so. Wissen Sie was, Scheutl? Ich war am liebsten manchmal schon tot. Da hätte ich endlich mehr Ruhe. Na, dann ertränken Sie ihn doch, Gneißer. Wenn Sie jetzt ohnehin ins Wasserwerk versetzt werden, muss ja das ganz leicht gehen, ne? Sag Sie, die Ampel war übrigens Ihre Idee. Ja, ich hätte viel lieber einen Schauerkurm und dann unter der schönen Schütterstraßen gehabt. Nicht mehr. Wie Sie. Bist du narrisch, Herrst? Der Hotter, da ist mein Auto. Die waren ein wirkliches Atomduo. Eine meiner Lieblingsfolgen von Kaiser Mühlenblut spielt in Budapest hauptsächlich. Und was ich dort erleben durfte mit den beiden beim Drehen, wo der eine, der Peter Fröhlich, immer perfekt vorbereitet war. Und der andere leicht angstneurotisch, so dass er sich gedacht hat, okay, jetzt ist die Kamera eingeschalten und den Text, den er konnte, gern vergessen hat. Damit ja nichts schief geht, habe ich das hier mitgebracht. Aus dem Sexshop auf der Wagramer Straße. Chinesische Liebestropfen? Die Gebrauchsanweisung steht drauf, chinesisch. Fleißig Tropfen mit Alkohol einnehmen macht jeden Mann zum wilden Thiel.
Das ist aber ein Schnipferschaltl. Das nehmen wir gleich jetzt. Das hat sie ja in den Figuren so durchgehalten. Also das Stottrige vom Kneister kommt da daher, dass er nachdenken muss. Und er war ein grandioser Schauspieler. Und die haben sich auch temperaturmäßig beim Spiel super ergänzt, finde ich, bis heute. Mein Gott, erst ist das eine Schande. Eine Schande über uns. Würde ich jetzt gerne in Kaiserbühl sitzen, Cappuccino trinken und Zeitung lesen. Ja, sehen Sie nicht einmal das? Kann ich, wenn Sie mir wenigstens meine Angläser lassen, nicht mehr sagen, wie war das jetzt mit den Terrorkommandos? Sie passen es auf, Sie halten überhaupt nur den Mund, lassen nur mich reden, weil sonst ist alles aus. Ja? Nein, auf jeden Fall, die eine hat eine Narbe auf der Wange gehabt, die ja, haben es gemerkt. Ja. Und die andere, die hat eine Katze. Ab der siebten Folge gab es neben den beiden zweibeinigen Bezirksräten auch noch einen vierbeinigen. Wie heißt denn du? Bezirksrat heißt Bezirksrat. Was? Wie heißt er? Der Hund der Bezirksrat. Dieser Hund war ja hier zu Hause. Und er war wirklich so zu Hause hier, dass er eine Runde in der Früh gegangen ist. Er ist also aus dem Haus gelassen worden, hat irgendwo seine Gasse gemacht und dann war er gleich beim Schuller, das ist der Pferdefleischhauer da vorne. Dort hat er sich was geholt, dann ist er zur Bäckerei gegangen, hat sich was geholt, dann in die Trafik. Also der Hund hat sich selbst ernährt. Und wenn wir dann gedreht haben und wie alt Schauspieler so sind, ja, wir haben einen Hund daheim, wir machen das schon. Ja, schmeckt's grupferter. Also wir hatten alle irgendwelche Frolics oder solche Gutes eingesteckt im Sack und wenn er brav war, hat nichts, das hat er gar nicht wollen. Das hat ihm gar nicht interessiert, weil er ja zuerst den guten Pferdeleberkäse gegessen hat. Sag Sie, hab ich das jetzt richtig gehört? Heißt der Hund eventuell Bezirksrat? Ja, warum? Ja, warum? Das habe ich ihn gefragt. Na, weil wir in einer Demokratie leben und ich meinen Hund nennen kann, wie ich will. Komm, Bezirksrat, gib mir alles an. Schatze, was du willst. Obwohl die Umgangsformen oft recht derb sind, so wirken viele der Figuren doch sehr vertraut. Es spielen sich halt keine weltbewegenden Sachen dort ab. Und gerade genau das ist das. Das macht den Schmäh und den Charme der Geschichte aus, weil da niemand angespannt und verkrampft herumrennt. Vergleichsweise mit anderen Sachen ist sie schon sehr echt. Was muss ich jetzt machen? Was? Geh aufs Häusl. Du gehst eh hin. Genau, lass dich oben. Jetzt zwei Hirfler. Schleich dich, du Wichser! Bin kein Wichser! Halt dich doch nicht so auf. Ist doch wurscht, wie sich einer befriedigt. Hauptsache, er ist befriedigt. Also ihr seid Urdrecksal, meine Herren. Überhaupt nicht. Wir sind nur ganz dezent, was wahr ist. Also ich habe ganz viele von diesen Figuren in meiner Verwandtschaft wiedererkannt. Sich selber erkennt man ja nie in dem Ganzen. Aber wenn man gedacht hat, ja, der ist so wie der Opa, der ist so wie der Onkel Fred. Also, und da war diese Serie so bieder und bodenständig sie angelegt gewesen, sagen wir, eigentlich 15 Jahre in der Zukunft trotz allem. Sag mal, hast du noch nie was vom Rechts kommen gehört, der Trottel? Entschuldige. Ja, das ist mir jetzt peinlich. Feibler, das war Absicht, das war ein Attentat. Na, warte, wann das denn helfen? Na, Ruhe, ich bin schon der Kupplung angerutscht, ich schwör's. Bitte. Ich kein Blech und du hast die Automatik. Was? Ja, nein, die Automatik ist von der Kupplung angerutscht, da kann noch viel weniger dafür. Erst halt der Goschen. Ich habe ein bisschen meinen Vater herangezogen, wenn er sich so aufregt. Ja. Weil das bin ich jetzt persönlich nicht wirklich. Aber dass er dann wirklich, ja, das gibt es ja wieder. Also diese Art, ja. Hallo, meine Frau, die kriegt eine Entbindung. Ja, hören Sie doch da auf zum Telefonieren. Meine Tochter kann doch jeden Moment den Kopf ausstrecken. Wie heißen Sie? Wo sind Sie krankenversichert? Ist das Ihre erste Geburt? Wissen Sie, das erzählen wir Ihnen alle später. Aber jetzt schauen Sie, dass ein Kreis reinkommt. Oder wo ist das eine Stehgeburt da passiert? Ist ja Mann immer so hektisch. Männer sind immer so hektisch. Zuerst beim Machen und dann, wenn's Kind kommt. Das soll einer aushalten. Oh, Schwester, hat uns vielleicht ein Mittel für einen Kreislauf für meinen Mann. Eine der bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Figuren war sicherlich der Franzi. Hey, ist einsteigen!
Fünfer. Was ist das? Jetzt sowas für Möglichkeit. Bim, bim, bim! Eine Szene, die haben wir da in der Straßen hinter dem Gemeindebau gedreht, wo ich das erste Mal als Straßenbahn aufgetreten bin und vor diesen Autobus laufe. Eine schnelle Umsteigen zu S-Bahn, U-Bahn und Bus. Bim, bim. Jetzt bist du narrisch. Also gut über die Häuser da. Was geht? Bim, bim. Was heißt bim, bim, bleib, bleib, was macht der Trottel? Nach einer halben, dreiviertel Stunde waren so viele Menschen da, die dann so gelacht haben bei der Arbeit, dass der Reinhard Mühe hatte, die alle zu beruhigen und zu sagen, könnt ihr mir dran an 5 bitte, seid still. Der hat mir vorhin erklärt, dass die Straßenbahnlinie 5 und das Schienenfahrzeug immer Vorrang haben. Der dann gewollt haben wir. Was? Stimmt aber. Die Straßenbahn hat immer Vorrang. Woher willst du das wissen? Im Urwald gibt's doch keine Bus. Und da habe ich schon gewusst, also da wird die Figur dahingehend stimmig, dass sie sympathisch ist und dass sie ein Sympathieträger wird. Und das war eigentlich das, was wir auch erreichen wollten. Stefan, nicht hoher sein. Und du sprichst jetzt, Deppert, sonst bist du in 2 Minuten ein Gulasch. Bitte den Fahrschein vorweisen. Ich glaube, die Rolle von Franzi ist natürlich heikel. Man will sich ja nicht lustig machen über jemanden, der eine Beeinträchtigung hat. Aber ohne die Beeinträchtigung zu zeigen, wird man die Rolle nicht spielen können. Und diese Gefahr, dass das abrutschen könnte, das war der Reinhard Schwabenitzki und ich, wir waren uns da sehr bewusst darüber. Wir haben uns dahin getastet am Anfang, das war auch gar nicht anders möglich. Linie 5, Sonderfahrt. Bim, bim. Franzi, bleib da. Endstation. Dass eine Darstellung wie die des Fünfers durch den Gerald Bichowitz heute wahrscheinlich eher schwer möglich wäre oder mit so viel Widerstand behaftet, dass man es gleich lieber lässt, ist richtig, aber es ist auch schade auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, dass das auch sehr viel Verständnis und Freundlichkeit und Empathie für betroffene Zielgruppen gebracht hat. Straßenbahn überwältigt Bankräuber. Nein, Franzi, nicht Straßenbahn. Franzi arbeitet, das Schiff Mühlstraße. Aber jetzt Niederstrecker, so wie Schwarzenegger. Es ist auffallend, dass sich die meisten Mitbewohner in der Serie mehr oder weniger liebevoll um Franzi kümmern. Sabine! Allen voran der Pensionist Herr Kudanak. Kudanak, Franzi, Arbeit aus. Schönes Leben, Zettelkleben. Ob man es heute wieder so machen würde, kann ich nicht beantworten, weil mich hat ja keiner gefragt. Ich meine, ich habe zwar einige Angebote bekommen, einen Menschen mit Beeinträchtigung zu spielen. Das habe ich abgelehnt, prinzipiell einmal, weil ich gesagt habe, es ist diese eine Rolle, diese eine Figur und verkaufe mich da jetzt nicht als der exklusiv Beeinträchtigte für das Fernsehpublikum. Das mache ich nicht. Also Franzi ist ganz normal. Nur halt ein bisschen anders, ne? Im Kaisermühlenblues gelang es auch, kritische Themen der 1990er Jahre anzusprechen. Eine mit den ganzen Tschuschen. Österreich hat für alle Platz, solange bis für uns keiner mehr ist. Keine Angst. So ist zum Beispiel Gitti Schimek in der ersten Staffel mit Josefus Okonkwo liiert, einem Chauffeur bei der UNO, und wird dadurch zur Angriffsfläche von Ausländerfeindlichkeit. Kaisermann Blues ist humoristisch, er ist lustig, aber es ist auch herrscht ein bitter ernster Unterton, auch wenn man etwa die Ausländerfeindlichkeit thematisiert, Rassismus thematisiert. Das ist schon sehr hart und das sind schon ziemlich harte Dinge, die da gesagt werden, die leider auch heute 1:1 wieder so geschrieben werden könnten. Wir haben offenbar da wenig dazugelernt. Was gibt's denn? Ist was mit der Ines? Schauen Sie mal auf ihn, die. Ich meine, ich bin ja kein direkter Ausländerfreund, aber für sowas bin ich auch nicht. Das gibt es ja nicht. Diese Schweine, diese Lollibukamalli. Also, wenn ich den erwische, hau ihm die Stirn auf. Nicht, Frau Schimmel, kriegen Sie ihn nicht auf. Das bringt doch nichts. Das war doch nur ein Trottel. Das war kein Trottel. Das war ein Nazi. Der hat ganz genau gewusst, was er da macht. Nazis sind ja Trotteln. Du kennst mich nicht und ich kenn dich nicht, okay? Im weiteren Verlauf der Serie mischt auch noch ein blauer Bezirksrat mit. Hermann Wislocil, der Gitti Schimmel für seine Partei gewinnen will.
Und ich sollte in der neuen Trafik dann ein bisschen Propaganda für Ihre Partei machen. Frau Schimmig, Propaganda, was ist denn das für ein Wort? Sie sollen nur die Wahrheit über die alten Parteisysteme sagen, das ist alles. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich habe euer Volksbegehren gegen die Ausländer nicht unterschrieben. Dafür war ich beim Lichtermeer, weil ich bin für alle, die da leben. Wurscht, ob In- oder Ausländer. Wenn es ein anständiger Mensch ist, dann bin ich für ihn. Ich denke mir, dass das, was der Blues auch ausgemacht hat, dass sehr viel Toleranz darin versucht wurde zu vermitteln und zu verkaufen. Und dann gab es natürlich auch diejenigen, die halt nicht tolerant waren, wie es halt so gibt. Ja, was ist denn das? Sieht jetzt der Neger bei der Frau Schimmig an? Passt denn das nicht, oder was? Fragt mich denn wer? Anyone. Jetzt haben wir schon einen Idioten, jetzt kommt der Neger an. Ja, so würde man diesen Satz heute wahrscheinlich nicht mehr formulieren. Bösartige Menschen gibt es natürlich noch immer. Eine Figur im Kaiser Mühlenplus, die nicht nur ich, sondern viele Leute geliebt haben, war natürlich die Frau Kaiser. Und die Ellen Umlauf war eine richtige Dame. Die war damals schon nicht mehr jung, aber die hat eine Power gehabt und eine Entschlossenheit. Das war so richtig eine Dame der alten Schule. Was brauchen denn Sie, ein Handy? Jeder Mensch braucht ein Handy, wenn er kommunikativ sein will, meine liebe Frau Kotzeber. Aber vielleicht Sie nicht. Sie haben ja den Besen, ne? Alle Menschen sind wieder, ich möchte in die Guschen haben. Man muss das von diesem Blickwinkel aus sehen, dass es solche Menschen gibt, und die aus Einsamkeit nicht aus sich heraus leben, sondern durch die anderen leben. Das ist eine Schande. Eine Schande ist, dass Sie da begeilen. Machen Sie keine Ansammlung. Wenn Sie die Polizei nicht belehren, dann ging es zu Hause. Ja, im Fernsehen spielen Sie Kommissar Rex. Da kann sich Ihnen Ivan Wolzen wenigstens was anpassen. Kaisermühlen. Das Grätzl gehört politisch zum Wiener Bezirk Donaustadt. Für die Bewohner ist und bleibt es aber eine eigenständige Insel. Das echte Kaisermühlen ist das Kaiserwasser, die alte Donau und die Donauinsel. Das ist das Kaisermühlen. Die Katastralgemeinde ist viel größer. Aber für alle, die da wohnen, gehört das definitiv nicht dazu. Das war früher mal alles Wasser. Und da, wo die Kirche steht, da sind die Schiffsmühlen geschwommen. Und, ja. Der erste große Schnitt für Kaisermühlen war die Donauregulierung 1875. Dann ist durch das Abwandern der Dampfschiffstation und durch die Schiffmüller, die wegfallen sind, sehr, sehr viel Armut gewesen. Es hat auch den Namen Hungerinsel gehabt. Da haben sich dann viele Textilbetriebe angesammelt. Wasser war genug, der Umweltschutz nicht so wichtig. Und billige Arbeitskräfte, weil sehr viele Arbeitslose waren. Und die Leute waren dankbar, Jobs zu haben und sich das Leben wieder finanzieren zu können. Der wichtigste Aufschwung Kaisermühlens begann mit dem Bau der Donauinsel in den 1980er Jahren. Davor war die Gegend vor allem durch den Zugang zum Gänsehäufel bekannt. Ich steh aufs Gänsehäufel, auf Italien pfeife. Endlich ein Parkplatz, endlich im Gänsehäufel, in Europas größtem Strandbad. Früher sind an heißen Sonntagen über 30.000 Wiener auf die 330.000 Quadratmeter große Insel gekommen. Aber seit in der Nachbarschaft die nagelneue Donauinsel passiert ist, sind es weniger geworden. Das Gänsehäufel ist natürlich für mich schon sehr viel mehr als ein Bad. Erstens einmal, weil es eine historische Stätte ist, wenn man so sagen kann. Und dann, weil es ein praktischer Bad alten Stils ist. Es ist mehr wie ein großer Garten, der mir gehört und wo ich nichts machen muss. Ich habe ein Bad hinten Grund in Kaisermühlen. Für viele Schauspieler war der Kaisermühlenblues auch ein Sprungbrett für die weitere Karriere. Der Polizist Trautmann bekam sogar eine eigene Serie. Wieder geschrieben von Ernst Hinterberger. Eine der Qualitäten des Kaisermühlenblues ist ja erst einmal, dass die Besetzung traumhaft. Ich glaube, dass das die bestbesetzte Serie war, die wir jemals hatten, wenn wir es von der Klanglautstärke der Namen hernehmen. Tut mir heute ja fast schon schwer, weil ja so viele nicht mehr unter uns sind. Also wenn ich da lang nachdenke, ist mir auch schon schlecht, möchte ich fast sagen. Einen, den man noch nicht so gut gekannt hatte, war Roland Döringer.
den Harald Sicheritz nach dem großen Erfolg seines Films Muttertag in die Serie mitbrachte. Das war auch ein Grund, Kaisermühlen zu machen. Für mich war ich jetzt vor, einen Kinofilm zu machen, in absehbarer Zeit. Und eigentlich gemerkt habe, so bei so ein paar Drehtagen und auch beim Muttertag, dass ich es eigentlich nicht wirklich kann vor der Kamera. Es einfach ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat. Und ich wollte es üben. Und Kaisermühlenblues war für mich einfach eine ganz erleibende Möglichkeit, das zu üben. Hi, schöne Frau. Also, Entschuldigung. Der Josche Teubler als erfolgloser Schmalspur-Entrepreneur ist wunderbar. Ja, da seht ihr schon, was ich für ein Pech gehabt habe. Ich bin immer unschick zum Handkuss gekommen. Das trägt doch kein Blödsinn, du bist doch absichtlich auf Schuss gefahren. Ja, das muss man jetzt beweisen. Ne? Ich habe die Idee zu der Figur vorgetragen und Ernst Hinterberger sagte, ja, ja. Das können wir schon brauchen. Und ich sag da, wie der heißt Josche Teubler. Und das war was Ernst wirklich mit einer traumwandlerischen Sicherheit konnte, ist, wenn du ihm eine Figur erzählt hast, Frau oder Mann, hat er sich sofort überlegt, wie die heißen. Und die Namen von allen Leuten da drinnen sind alle wunderbar. Im Laufe der Serie nahm der Einfluss des Kabarets zu. Geblieben ist die Sprache. Das tiefe, urtypisch Wienerische. Ein wesentliches Erkennungsmerkmal der Serie. Zuerst hat nämlich einer gesagt, ich habe nur zwei Reisnägel und sonst nichts. Das muss aber ein Trottel oder ein Blinder gewesen sein, ich mein, ehrlich. In Ihnen hat sogar die Pamela Andersen nur zwei Rehheideln hängen. Die Sprache war mir ganz normal, weil wir können natürlich, ich bin im 7. Bezirk aufgewachsen, da hat man halt so geredet. Aber man kann natürlich auch, wenn man woanders ist, dann auf einmal diesen Slang hineinbekommen. Und diese wunderbaren Wiener Ausdrücke, die ja so verloren gehen. Von euch zwei Nazi-Arschlöcher, in der Gegend nur einmal der Wisch. Da wird's aufziergelt. Wisst ihr, was das ist? Ein Ziergel, da kommen euch eure Eier drauf. Zweiter Ziergel von oben. Ruff! Und noch habt ihr eine Stimme wie meine Ex-Frau. Koloratur. Und jetzt schleicht's euch. Immer! Wenn ein Akademiker 10 Minuten lang redet über das Üble in der Welt und Zerrissenheit des Menschen, so sagt der Kaisermühlen, für mich ist alles eingeschissen. Er meint aber genau dasselbe. Und er ist überhaupt nicht bewusst, dass das ordinär sein könnte. Ich häng am Leben, auch wenn's Arsch ist. Dass das so originär wienerisch war, lag wahrscheinlich daran, dass es eine reine ORF-Produktion war. Das heißt, da haben sich keine Co-Produktionspartner aus befreundeten Nachbarländern eingemischt und gesagt, Mensch, das geht nicht, das versteht bei uns kein Mensch, sondern es konnte gesprochen werden, wie gesprochen wird. Und wenn das manchen vielleicht zu wienerisch oder zu hart gewesen sein mag, über irgendwas regen wir sie immer auf, antizipativ, bevor wir uns drin verlieren. Was hat ein Kieferer vom Arzt keine Tabletten gekriegt? Weil für Arschlöcher gibt es eine Zahnbahn. Gerade aber diese Sprache und die oft vulgären Umgangsformen wurden von Kritikern thematisiert. Am meisten hat mich die vulgäre Ausdrucksweise gestört. Naja, heißt, in dieser Serie wurden Schimpfwörter aneinandergereiht. Eine Handlung war nur am Rande bemerkbar, meinte Frau Maria Müllner aus Graz. Die ordinäre und primitive Ausdrucksweise, die oft vorkommt, die gibt es weder in Kaisermühl noch in Wien so kumuliert. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass so kumuliert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Leute in Kaisermühlen wirklich so gebären. Ich finde diese Serie absolut erniedrigend, nicht nur für die Kaisermühler, sondern generell für ganz Wien, weil die Serie wird nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland überall ausgestrahlt und die Leute glauben das, was sie sehen. Das heißt nicht nur so, wie die Leute sprechen im Blues, sondern generell, wie sie sich geben und ich finde das eine Frechheit. Kaisermühlenblues, das einzig Nette an dieser Serie war der Vorspann. Von allen anderen war ich maßlos enttäuscht, schreibt Elfriede. Ich möchte sagen, wenn alle Leute in Wien so leibend waren wie meine Figuren im Blues, war Wiener Paradies. Die Kritik am Kaisermühlenblues war vorhersehbar. Ähnlich wie beim echten Wiener hat man sich gegen das Ordinäre, gegen die Sprache gewandt. Wobei Ernst Hinterberger gesagt hat, das muss so sein, die sprechen so und ich will, dass die Leute auch so sprechen. Hinterberger war authentische Sprache wichtig und das hat er durchgesetzt bis zuletzt. Es gibt einige Mundeln, die sich bei mir beschwert haben. Ne? Und es ist zum Beispiel in Kaisermühlen ein alter Mann, der hat den Kameramann und den Regisseur aufgehalten und gesagt, so schweinische Filme wollen wir gar nicht sehen mit so ordinären Leuten. Und dann hat er sich unterher gesagt, und jetzt könnt ihr in den Arsch gehen. Ein
Arschloch, weißt du? Jetzt will ich in ein paar Monaten angeredet, nicht? Es ist so typisch. Jeder Mann ein geiles Hundsfech. Glaub mir, das ist Sprich aus Erfahrung, wie glaube. Aber dann waren die Kaisermühl da schon stolz auf das, natürlich. Ich meine, auch wenn die Leute so hingestellt wurden, aber genau so sind die Leute. Ja, so hat man gesagt. Ja. Genau so sind sie. Ja, die Polizei ist so. Also das ist wirklich ein Brennspiegel gewesen auf die Gesellschaft hier. Im Jahr 2000 wurde nach 9 Jahren die letzte Folge ausgestrahlt. Der Kult ist geblieben. Bis zum Schluss war der Kaisermühlenblues ein Riesenerfolg und Publikumsmagnet. Ach so, Sie gingen schon? Hey, klar, der Schmarrn da interessiert doch kein Mensch. Das Erfolgsrezept des Kaisermühlenblues ist auch wieder vielschichtig wie ein Ildefonso. Eine Schicht davon ist ganz sicher, dass ganz Österreich darüber lachen konnte. Die Wiener, die sie ja immer für ein bisschen eleganter halten, als sie tatsächlich sind, haben es hier charmant genug gefunden, dass sie sagen, ja, so bin nicht ich, aber so ist mein Nachbar. Darum sehe ich das sehr gerne. Und die westlicheren Bundesländer, die haben es natürlich geliebt zu sehen, dass der Wiener auf eine empathische Art und Weise völlig demontiert worden ist. Und über allem ist ein guter Schmäh gehangen. Und sowas sieht man gern. Der Kaisermühlenblues ist ein fixer Bestandteil der österreichischen Fernsehgeschichte. Eine Liebeserklärung an die Menschen und an Kaisermühlen. Mögen zerfallen Erd und Stein, Kaisermühlen wird immer sein. Ich wäre ja heute, wo ich das Gefühl habe, ich schaue vielleicht schon ein bisschen anders aus, immer noch darauf angesprochen. Immer. Immer. Wo immer ich hingehe, das ist es. Wir sind kein Bickäpfel, kein ewiger Stadt. Wir haben keine Straßen, was Brucht das lang hat. Also machbar ist also eine Sendung sicher. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob den Verantwortlichen nicht der Mut dazu fehlt. Ich meine, das Geld fehlt ihnen auf jeden Fall. Mittlerweile, wie wir wissen. Aber ich denke, das ist gerade ein Wesentliches des österreichischen Rundfunks, dass eben, wie er so heißt, österreichischer Rundfunk, dass gerade das eigene dort hochgehalten gehört. Mit uns kann Wien nicht direkt brillieren. Wir lassen uns aber von niemand segieren. Wir kommen auf Glück und racken uns zusammen zwischen Lochen und Rahnen und Schmusen und dann.